Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Was ganz fantastisch gerade ruckelt, zumindest für mich. Wahrscheinlich für euch in dem fertigen Video nicht. Was ich noch machen wollte. Oder bitte, wie ich noch nicht gemacht habe. Moment, dafür muss ich ja hier längs. Moment, wo muss ich denn hin? Gott. Wenn man halt etwas länger nicht gespielt hat und trotzdem halt keine Ahnung von der Stadt hat, ne? Obwohl man das so häufig gespielt hat. Wie gesagt, ich bin ja schon beim vierten Durchlauf, fünften Durchlauf der Story. Im privaten Spielstand werde auch noch massig weiterzocken. Zum einen. Warum ist hier oben grünes Licht drauf? Okay, irritiert mich. Zum einen, wir gucken mal, dass wir gerade mal Kram verkaufen, den wir nicht brauchen. Waffen, ich hab sie, du brauchst sie. So, das hier und das hier. Und das Schild braucht Level 11, das heißt, ich werde wahrscheinlich, es tut mir leid, nochmal ein bisschen grinden. Aber nicht unten bei Marcus, keine Sorge. Auf jeden Fall werde ich diese Waffe wegschmeißen, doch jetzt habe ich entschieden, diese Waffe hier wegschmeißen. Diese hier. Und die kann eigentlich auch welche. Das ist die Missionswaffe, die darf ich nicht verkaufen. Und die hier kann ich auch wegwerfen. Warte mal. Warum habe ich jetzt die schlechtere gerade ausgerüstet? Moment, das müssen wir mal ganz kurz ändern. Also klar, jetzt von Magazinkapazität nimmt sich nicht viel, aber heute Geschäfte mit einem Kammerjäger. Vor allem, warum habe ich die doppelt? Das ist so die andere Frage eigentlich, die ich mir gerade stelle. Ne? Ist halt egal. So, passt jetzt. Immer eine Freude, dein Geld anzunehmen. So, was ich nämlich mache. Nee, Entschuldigung, hier rein. Okay, kann ich noch nicht. Wie viel muss ich denn dafür haben? Muss ich dann hier so das haben, damit ich... Keine Ahnung. Was wir noch machen... Oder nee, brauchen wir nicht. Ich kann ganz gerne mal das hier machen. Einfach aus Prinzip. Ich habe ja noch 55 Schüsse. Und man kann online richtig viele Codes finden, die halt permanent funktionieren. Deswegen mache ich das auch bei Zeiten mal. Ich werde hier 5 Schlüssel, glaube ich, rein donnern. Einfach mal für die Aufnahme. Alter, nicht. Das lege ich sofort an. Das kommt erstmal ins Inventar. Die bringen auch ganz gut Geld übrigens. Ja. Hallo? Achso, das Spiel stürzt einfach mal ab, oder was? Ich kann nichts mehr machen. Ich glaube, das Spiel stürzt gerade ab. Daher das Spiel jetzt hier gerade abstürzt, ich nehme mal einen Schluck, ne? Also ich glaube, es stürzt ab. Kann auch natürlich sein, dass es nicht abstürzt. Ist ja ganz grandios, dass natürlich jetzt das abstürzt, wenn ich gerade ein neues Schild ausgerüstet habe. Ich weiß halt auch nicht, ob das gespeichert bleibt, wenn es jetzt abstürzt, ne? Und ich sollte während der Aufnahme nichts mehr trinken. Ich krieg mal so einen Schlick auf der Zunge. Okay, was sagt denn die Aufnahmezeit? Ach, darf ich auch noch nicht mal nachgucken. Okay, ich mach jetzt mal... Cool. Huch. Okay, ich habe wieder Ton, ich habe wieder alles. Hatte nur kurz ein Standbild. So, ja, danke, ruckel. Noch ein besseres Schild. Das kommt ins Inventar und das wird direkt ausgerüstet. Na gut, nochmal Battles-Rang und so. Ja. Ich mach mal langsamer. Oh, Granatenmods. 314. 77. Aha, Zündzeit. Ja, dann rüste ich die aus. Und die packe ich einfach nur ins Inventar. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt mal eben schnell verkaufen gehe. Moment, so. Ich hoffe, du bist geimpft.
Meine Maus, hallo? Ah, okay. Hier, ihr seht jetzt schon, wir haben jetzt schon ein besseres Schild, als jetzt gerade verfügbar ist. So, ja, komm. Tschüss. Na gut, das rockt immer noch mehr. Okay, sollten wir kein besseres mehr finden, dann haben wir auf jeden Fall noch eins parat. Fürs nächste Level. Vielleicht sollte ich mir auch noch... Warte, wie viel habe ich denn noch für die Aufnahme übrig? Zwei Schüsse hätte ich noch für allgemein für Aufnahme übrig. Ich glaube, ich komme mit Level 18 nochmal hierher. Obwohl, wir haben die Chance auf eine Waffe, ne? Zwei Level später. Wir kommen hier zwei Level später wieder her. Oder drei. Zwei, drei Level später. So, was will ich denn machen? Ich will eigentlich ganz gerne eine Story machen. Deswegen muss ich mal gucken. Hier, Plan B. Das ist... Ah, direkt hier vor meiner Nase. Dann ab dafür. Achso. Bohlen sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. So, und jetzt die letzte Sache noch bei ihm kaufen hier. Irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Okay. Anfassen sind mir zwei Finger weggefault und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Okay, wir kaufen auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Platz, damit wir mehr mitnehmen können. Nein, nein, keine Sorge. Und ja, brauchen erstmal wieder ein Iridium mehr, ne? Achso, falls ihr euch fragt, ob ich die DLCs mache. Oder falls jemand es nicht mitgekriegt hat. Ja, ich mache die DLCs. Heißt, einmal komplette die Story hiervon, plus alle Nebenmissionen. Und alle DLCs plus alle Nebenmissionen. Das heißt, dieses Projekt wird ein richtiges Mammutprojekt. Schon mal gesagt sei. Und ja, ansonsten, wenn ihr euch für dieses Projekt hier interessiert, guckt in die Playlist. Da findet ihr notfalls alle Parts. Ich bin dann überlegen, ob ich die Playlist in die Liste immer aufnehme, ab sofort. Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Ja, super, sie hebt nicht ab. Oder? Nee, doch nicht. Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Das ist ja schade. Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Ja, gut. Hammerjäger, komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Na gut, ich sag mal so, durch Tür kann jeder, ne? Also. Großer Gott, ein Kammerjäger! Warum ist denn jetzt hier mehr Alarm als vorhin? So, wie gesagt, durch Tür kann jeder, ne? Deswegen gehen wir hier durch den Balkon. Komm. Geht natürlich erst, wenn man es einmal gemacht hat. Ich vergaß es. Achso. Jetzt, wo du da bist, weiß ich, dass wir Hyperion schlagen. Oder ist es jetzt offen? Soll ich den Weg... Ich mach den Weg noch einmal. Einfach für euch. Ein Kammerjäger. Los, kein Blickkontakt. Kein Blickkontakt. Ist ja fast so wie bei den einen Jackie Chan-Filmen, wo alle Polizisten sehen Jackie. Er ist selber Polizist. Aber, nö, die Kollegen sehen einen nicht. Ne, selbst der Chef so. Ich will sie später aber wieder haben. Okay, egal. Ich will mal gucken. Ein Tonband. Ach, wie schön. Wir haben Belohnung. Kriegen wir... Zeug. Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Kleiner Hinweis, nicht wundern, wenn wir gleich im Safe gucken, dass da ganz viel Schutt und Schrott und sonst was liegt. Falls das, faktorübergreifend ist, das habe ich nämlich noch nicht im Kopf. Was ich ganz gerne möchte, ist hier...
Okay, geht nicht. Es kann nämlich sein, dass da nämlich der ganze Schund und Schrott von mir und meinen Kumpels drin liegt, wo wir privat gezockt haben. Das ist natürlich ganz problematisch, wenn man selber was hinterlegen möchte. Aber ich verkaufe eh alles, was ich nicht brauche. Nee, es wird geteilt. Also, charakterübergreifend geteilt. Das ist ja so schön und super. Dann kann ich einfach das, mal nehmen. Komm zum Frostburn Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Eigentlich nicht. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. So. Ich finde übrigens, ganz kurz gesagt, sei ja, von Borderlands 1 zu Borderlands 2 ist es ein ganz schöner Sprung von der Story her. Ich will mal so sagen, wir haben bei Borderlands 1 so eine Art Wild-West-Verfahren, sag ich mal so. Hier haben wir schon so, ja, Militärartiges und ja, im dritten Teil lassen wir uns überraschen, ne? Der kommt ja noch. Hoffentlich bald. Weil sonst kommt bald Pre-Sequel erstmal bei mir auf dem Kanal und dann der dritte Teil. Aber hey. Sag was, Baby! Ich hab Jobs! Und so. Dann zu mir! Dein Meister befiehlt dir! Ja, ja. Wir reden gleich nochmal mit Claptrap. Ich nehme jetzt erstmal die ganze Mission an. Hey! Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor, aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Das Schöne ist, man kann einfach hier stehen und bam. Fast. So. Ein Stück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Gut, das war's jetzt schon? Gott sei mein Zeuge. Eines Tages finde ich eine brauchbare Milz. Okay, anscheinend hat er Probleme mit seiner Milz. Gut, egal. Wir sprechen gleich mit Tennis. Wir sprechen aber erstmal vorher nochmal mit Claptrap, Trap, Tap, Cap. Keine Ahnung, hier. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Alles klar, das ist quasi noch ein Safe zusätzlich, damit ich Sachen hin und her schieben kann, Schwestern Charaktere. Verstehe ich das richtig? Gut, ist ja prima. Brauche ich bloß nicht. Und werde ich auch in diesem Let's Play nicht machen. Vorausgesetzt, ja.
Wir brauchen stärkere Waffen dann vielleicht, aber ansonsten nein. Wie schon sagte Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Hey! Ich esse auch gerne mal einen Speck. Erst recht Mäusespeck. So, Spaß beiseite. So. Nach Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir nur in deinen Träumen oder meinem Bett, das Angebot steht, ausmalen könntest, bin ich der Meinung, dass Jack, Kammerschlüssel und Iridium auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. Ja, Tennis sieht ein bisschen aus wie meine Freundin, so ganz minimal. Aber auch nur ganz minimal. Hallo. Kannst du mal aufhören, hin und her zu tanzen? Ja. Dann würde ich sagen. Noch wieder, wenn du verarztet werden musst. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. So, ach so, Quatsch. Gut, wir jagen jetzt ein bisschen hin und her, um hier nochmal so viel wie möglich hier im Ort abzuschießen, logischerweise. Das mit den Firehawk. Firehawk. Machen wir gleich. Entschuldigung. Ich lasse es ja schon sein. Suchst du Arbeit? Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Okay. Na gut, um das Rätsel kümmern wir uns aber das nächste Mal. Wir kümmern uns, wie gesagt, erstmal dann um die Hauptstory, logischerweise natürlich auch. Und ich guck mal ganz kurz am Brett. Einfach aus Prinzip. Hallo? Okay, kann ich nicht benutzen. Dann ist egal. Dann wollen wir uns doch mal um den Firehawk kümmern, nicht wahr? So. Nein. Natürlich sind hier jetzt viele Orte. Wo ist ein Firehawk? Da. Direkt das erste, was ich angewählt habe. Ach, klar. Geht natürlich noch ein weiter runter. Egal. Das Namensspielchen. Na dann. Wow. Hätte ich mir sparen können. Egal. Wie dem auch sei, wir gucken erstmal, dass ich noch ein Auto mir nehme. Das Laufen habe ich nun ehrlich mal hinter mir gelassen. Ich habe so das Gefühl, dass das hier nicht mehr so gut funktioniert. Nicht sagen, aber ich glaube, das war sehr rasant da hingelandet. Na gut, wie dem auch sei. Oh, sehr schön, die Kugeln fallen ab. Granaten sind gut, die kleben. Hier kommt ein Eierknacker. Ach ja, so gefällt mir das doch, Borderlands zu spielen. Okay. Sonst haben wir hier nichts? Fragezeichen.
bin ich die Schnelle. Sie. Ich darf nicht hungrig werden. Ey, die können mich alle anzünden, oder was ist hier los? Na egal, wir haben ein gutes Schild, Gott sei Dank. Ja, ein bisschen unfair natürlich mit Schlüsseln das zu machen, aber hey. Wenn sich das schon anbietet und ich habe ja die Schlüssel einfach noch von dem Borderlands-Stream von LeFloid, wo ja ganz viele Schlüssel geleakt worden sind quasi, also ganz viele Codes dafür. Naja, geleakt kann man auch nicht sagen, die waren ja schon immer verfügbar. Also sofern... Das sind solche Mehrweg-Codes, also für jeden verfügbar quasi. Ja, und wie dem auch sei. Wir gucken mal nach, wie es denn den Firehawk geht. Oh, Schnellreise wird dann immer so schön, sag ich euch. Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Halt dich raus, Kammerjäger! Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. Oh, gar nicht gut. Das halte ich aus! Ich halte alles aus! Der Bündung hält sich nicht auf! Nichts hält sich auf! Obwohl, es war doch nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Ich glaube, wenn er lang am Leben ist, wird er auch irgendwann zu einem stärkeren Gegner. Deswegen versucht man den immer so schnell wie möglich wegzukriegen eigentlich. Oh. Okay. Heilige Mutter! Rübergehüpft. Hui, ey. Hui, hey! Rüber. Ich kann irgendwie nicht rüberhüpfen. Egal. Oh, es ist jetzt schon Badass Goyard. Ich werde deine Schädeldecke mit meinen Daumen knacken! Egal. Wie dem auch sei, wir gehen hier weiter auf Erkundungstour. Okay, okay, okay. Achso, keine Munition. Sag das doch. Yeah.
Ja. Heilige Maria. Alter, okay, wenn die draufhalten, sterbe ich schneller. Ist ja eine Frechheit. Gut, egal, passt eigentlich ganz gut. Weil ich habe eigentlich nur noch EP gegrindet gerade an der Stelle. Und die Story komplett außen vor gelassen. Es tut mir leid. Ich muss natürlich auch irgendwann mal, ja. Belastet dich dein vieles Geld? Leider gerade, ja. Okay, und Moment. In meinem bescheidenen Laden. Leb wohl, mein Freund. Warum hole ich überhaupt noch Munition, wenn ich doch dann keine Munition mehr... Hä? Ich bin selber dämlich gerade, ne? Eigentlich brauche ich ja nur Granaten holen. Munition höchstens, wenn es drauf ankommt. Das war ein sauberer Durchschuss. Ach, ist das dein Ernst? So, zwei Granaten habe ich noch. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Dann kann ich mich ja jetzt hier durchmischen, ne? So viel zum Thema. Jetzt habe ich verstanden, wie der funktioniert. Genau. Prügel den für mich. Nein, hinter dir, hinter dir. Ich werde deine Schädeldecke. Ich werde. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam, aber hey. Scheiße,
Schade, dass er den Badass gekillt hat. Ich hätte gerne gesehen, wie er noch Stufen aufgestiegen wäre. Egal. Passt, wackelt, hat Luft. Was keine Luft und auch nicht passt und auch nicht wackelt, ist die Zeit, die wir noch haben, um zum Questziel zu kommen. Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert, aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Weiter so, Bloodshots! Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen, an dem ich ihn uns anlegte. Der Firehawk wird an seinen eigenen Verteidigen ersticken. Alter. Hä? Ich jetzt? Hallo? Reicht das auch mal? Na also. Ich glaube, damit haben sie genügend zu tun. Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies. Aber nein, bestimmt wieder mit dem Kumpel Roland. Wenn Roland ganz sicher ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... Ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Heilige Mutter! Entschuldigung. So, Leben wieder aufgefüllt. Den Badass umleiten hier hinten hin. Na, kommt er? Ja, er kommt. Das wird jetzt ein bisschen krampfig. Ich will halt einfach eine höhere Stufe mal ausprobieren. So. Super Badass. Okay. Geslackt. Und gekillt. Hat mehr XP gebracht. Tut mir leid. Gott, immer dieses genaue Ziehen am Ende noch. Das brauche ich einfach nicht. Okay. Jetzt lege ich erstmal zu, dass ich hier von A nach B wegkomme. Aber okay, merken. So Badass ist machbar. So, jetzt sind wir auch schon fast Level 9. Ist halt so. Läuft halt. Was sagt unser Badass? Badass Rank überhaupt? Nichts. Schade. Das heißt, da müssen wir noch sammeln. So, dann wollen wir noch weitermachen. Boah, ich hoffe, dass... Nee, wir sind, glaube ich, schon wieder am Partende, oder? Oh. Das ist Psycho. Okay, warum willst du deinen Kaffee bitte schön da haben? Hacke ich den halt ab. Und mich fast dazu. Okay, hier ist nichts mehr. So, Schild regeneriert eh alle paar Sekunden.
Ach, noch ein zweiter Badass. Aber den ignorieren wir mal gekonnt. So, jetzt schaffen wir ihn. Oh. Jack will irgendwas sagen, aber man hört ihn nicht. Hallo, Jack. Muss ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Ja. Okay, wenn du meinst, wenn du meinst, wenn du meinst, dann mein halt. So. So, hier kommen wir relativ schnell und flink durch. Auch wenn uns das Schild irgendwie alle paar Sekunden weggebrutzelt wird. Das Versteck des Firehawks. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge Fallen gefasst. Oh Gott, Himmel! Ich kann mein eigenes brutzelndes Fleisch schmecken! Siehst du? Fallen. Sieh zu, dass dir das nicht passiert. Dann prügel ich dich halt weg. Das ist Willen. Uah, ja, alles klar läuft bei dem. Natürlich dann, wenn ich reinrenne. Egal, passt. Passt, wackelt und hat Luft. Hier sollte man nicht runterfallen am besten. Da sind nämlich schöne Stacheln. Hallo Feuer. Oh, spürst du das? Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Fortschritts, Baby. Na, wenn du meinst, dann mein halt mal. Granaten wieder aufgefüllt und weiter geht's. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Aber das erst im nächsten Part. Wir sind nämlich schon lange drüber. Von daher, dieser war jetzt noch ein längerer Part. Der nächste Part wird wieder kürzer. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.